So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Kenya Gothic 4, mittlerweile die zweite Folge. Ich wollte euch belauschen, habe aber nicht alles gehört. Was will mein Vater jetzt? Er hat mir den Schlüssel gegeben, den du mir sonst immer aus seinem Nachttisch klaust. Warum? Tja, warum nur? Ich soll Diego von der Insel vertreiben. Das wird aber schwierig. Ich red mal mit Diego. Vielleicht fällt ihm was ein. Diego, ein alter Charakter aus dem zweiten Teil. So, Schlüssel entfernt. Spielstand erfolgreich erstellt. Diego, das ist so ein Jägertypen, Bandit, ist immer auf Geld aus. Verwaltet gerne Schatzkammern. So in Gothic 3 war es, dass man am Wegesrand immer Pflanzen findet. Hat man hier anscheinend nicht. Nicht so wirklich. Bist du Diego? Das ist doch Diego. Na du? Da bist du ja wieder, mein Freund. Was machen die blauen Flecken? Sind halb so wild. Na dann, willst du wieder trainieren? Würde ich gern, aber. Was aber? Tja. Roma hat mir befohlen, dich von der Insel zu vertreiben und ihm als Beweis deinen Säbel zu bringen. Tatsächlich? Wie kommt er dazu? Es ist eine Prüfung, weil ich Ivy heiraten will. Dann hast du ein Problem. Scheint so. Und was machen wir jetzt? Ich muss sowieso bald zurück nach Argan. Zeig mir, dass du was gelernt hast, dann gebe ich dir meine alte, schartige Machete für Groma. Lass uns kämpfen. Weißt du, warum Groma dich loswerden will? Nun, mein Freund, er hat Schulden bei mir. Wahrscheinlich deshalb. Oder er wollte, dass du die Prüfung auf keinen Fall bestehst. Wird Groma den Trick mit der Machete nicht durchschauen? Ach was! Der war noch nie selbst hier. Schickt immer nur Oruk, seinen Diener, um Sachen von mir zu kaufen. Den Ork. Lass Lass uns uns kämpfen. kämpfen. Rechte Maustaste zum Blocken. Ne, rechte Maus. Drücke rechte Maustaste, um zu blocken. Wende bewegen. Ja, den verprügel ich doch schnell mit meinem rostigen Ding hier. So, einmal aufs Maul. Ah, ne, ich habe ja gar nicht das rostige Schwert. Ich habe ja den Knüppel von Knult. Oder wie er heißt. So, aufs Maul. Nicht schlecht. Ich gebe auf. Du wirst langsam alt. Gibst du mir jetzt die Machete? Sachte, sachte, mein Freund. Erst zeigst du mir noch, dass du auch gegen jemanden bestehst, der es nicht gut mit dir meint. Gegen wen soll ich kämpfen? Wenn du dem Weg hier in Richtung Meer folgst, kommst du zu meinem Boot. Dort treiben sich ein paar Goblins rum. Die hauen immer ab, wenn ich komme. Und ich bin zu faul, ihnen nachzulaufen. Erledige sie für mich. Dann bekommst du die Machete. Das macht auf jeden Fall Sinn. Okay, holen wir uns die Goblins. Wir sollen nur den Weg runterlaufen und dann sind wir schon angeblich dort. Bei seinem Boot. Aber wie macht man bitte in so einem Dorf hier Schulden? Ich meine, Glücksspiel ist jetzt hier nicht so, glaube ich, unbedingt angebracht. Und ich frage mich gerade, ob die Goblins immer abhauen, wenn er von hier oben runterkommt. So, komm mal her. Beide auf einmal aufs Maul. Ja, komm her. So, einen habe ich. Töte Goblins. Zwei Stück muss ich nur töten. Dann komm her. Du hast keine Chance gegen mich. Ne, dieses mit dem Ausweichen, das muss man so ein bisschen Assassin's Creed-mäßig. So, einmal die Goblin-Keule aufheben, die auch noch aufheben. Was hat er denn Schönes dabei? Ruine der Verwinde. Nehme ich mal alles und von ihm Gold. Eine Goldmünze, super. Geil. Was hat Diego denn alles? Gold, Hanf, Hanfbandagen, eine Fackel. Und eine Frucht, eine komische Frucht, die komisch aussieht.
Kann ich mir das auch aufmachen? Ne. Dann rennen wir mal wieder hoch zu Diego und nachdem wir hier die garstigen Goblins geklatscht haben. Wo ist er denn gewesen? Hier hoch? Hier war er doch eigentlich, oder nicht? So ein wenig. Diego, wo bist du? Hier oben war er doch drauf, oder? Wo war er denn? Äpfel. Da ist er. Zuerst aber die Äpfel. So, komm her. Ich hab die Goblins erwischt. Sie sind tot. Jetzt, mein Freund, hast du bewiesen, dass du was gelernt hast. Ah, auf jeden Fall. Dann gibst du mir die Machete? Ja, hier ist sie. Grüß Groma von mir. Ach nein, du hast mich ja von der Insel vertrieben. So richtig synchrone Mundbewegung hier, aber egal. Neue Quest, ganz ohne Bogen. Mal sehen, was da passiert. Was ist denn das? Ist noch mehr von denen? Gleich aufs Maul. Ich wohne hier. So, einer tot. Wenn ich ihn mit so einem Knüppel auf den Rücken haue, müsste doch einfach richtig aufs Maul kriegen. Und zack. Hässliches Vieh. Einmal Gold und nochmal Gold. Nicht so besonders viel. Aber natürlich die Erfahrungspunkte, die darf man nicht vergessen. Ich habe eigentlich gar nicht die Waffe gezogen, aber egal. Kommt man hier nicht mal rüber in Gothic? Drei wäre ich hier locker rübergekommen. Jetzt habe ich mich in die Wand gebackt. So, wo ist denn der werte Herr Groma? Wo ist er denn? Ja, aufs Dach kann ich natürlich auch logischerweise einfach rauf. So ein bisschen wenigstens. Nein, das... Ja, ich habe jetzt eben verloren. Egal. Was ist mit dem Schmuggler? Hast du ihn vertrieben? Ich habe den Schmuggler vertrieben. Hier, der Beweis. Nicht schlecht. Freu dich aber nicht zu früh. Eine Prüfung steht noch aus. Welche? Du musst mir beweisen, dass du Ivy ernähren kannst. Also, jage drei große, kräftige Hirsche und bring mir ihre Geweihe als Beweis. Ich habe keinen Bogen. Kannst du mir einen leihen? Nein. Du hast doch Beine und eine Machete. Zu meiner Zeit mussten wir Wildschweine mit den bloßen Fäusten erlegen. Ich schaff das schon. Wir werden sehen. Ich habe Ivy gesagt, dass sie dir das Tor zum Hirschhag aufsperren soll, wenn du den Schmuggler erledigt hast. Geh einfach zu ihr. Okay, ich kann mich aber nochmal vielleicht im Dorf umgucken, ob jemand einen Bogen für mich hat. Das wäre natürlich optimal. Der Schmied hat eigentlich keinen Bogen. Ne, das Zeug brauche ich nicht, aber ich brauche einen Bogen, Junge. Jung. Apples. Irgendwo gibt es vielleicht einen Bogenspanner oder sowas. Oder vielleicht gibt es auch eine Jägerhütte. Hier war ich ja schon mal drin. Das ist die Fischerin. Das hier war ein Ofen. Nee, hier wohnt irgendwie nur einer und arbeitet keiner. Das Gebäude, da muss ich einmal an dem Typ noch vorbei, genau. An Helm Kurt. Aber das sieht auch eher wie ein Fischerdorf aus hier. Fischerdorfen. Mal sehen, was gibt's denn hier Hübsches? Kein Bogen? Oder was ist das da? Kochrezept. Gegrilltes Fleisch, super. Ich will das gleich für die Fleischkeule haben, die da liegt. Egal. Wir haben eine Machete, sagt er. Kurzes Messer macht einen Schaden, das hier macht 9 Schaden. So, genau. Die Machete ist, glaube ich, noch ein Stück geiler, vor allem der Sound. Uns wurde da jetzt ein Tor aufgesperrt. Ist es jetzt das da hinten oder ist es... Das würde ich jetzt mal von ausgehen. Würde ich tippen. Also wir haben jetzt auf jeden Fall keinen Bogen, aber eine Machete. Da muss ich gleich Nahkampf-Hirsch-Attacke machen.
Vielleicht hat er ja auch einen Bogen für mich. Es sieht nicht wie sein Haus aus, es sieht eher aus wie so eine Alles gut? Stadthalle oder sowas. Da ist er doch. Die gute Ylinde oder wie hieß sie. Und? Hat dir Diego die Machete gegeben? Ja, ich habe sie schon deinem Vater gezeigt. Was musstest du dafür für Diego tun? Ein paar Goblins töten. Das habe ich geschafft. Du hast ein paar Goblins getötet? Echt? Ja, und jetzt sind ein paar Hirsche dran. Wie willst du die Hirsche erlegen? Ich hetze sie einfach zu Tode. Das würde ich gern sehen. Du bist doch Jägerin. Kannst du mir nicht deinen Bogen geben? Geben kann ich ihn dir nicht. Das wäre gegen die Regeln, aber... ich habe ihn vorhin rein zufällig im Jagdturm liegen lassen. Dort kannst du ihn dir nehmen. Danke, Ivy. Warte, ich schließe das Tor für dich auf. Viel Spaß mit den Hirschen. Und wenn dir die Pfeile ausgehen, komm zu mir. Ich steck dir welche zu. Steckt mir welche zu. Komm, mach Tor auf und los geht's. Aber eigentlich müsste es in so einer Kultur, es ist glaube ich nicht üblich, dass die Frau auf die Jagd geht. Als Jägerin. Ist das hier der Jagdstand? Ich gehe mal von aus, ne? Was haben wir hier unten Schönes? Ein Bogen. Du hast einen Bogen erhalten. Drücke 2, um den Bogen auch auszurüsten. Habe ich irgendwo eine Pfeilanzeige? 99 Pfeile erhalten. Ja. Das reicht wohl. Da unten sind Goblin. Garstige Goblinse. So, rüst den Bogen aus, linke Maustaste zum Bogenschwann, lass er los und zu feuern. So, 2 Hirsche. Oh, fast runtergefallen hier. Ich war ja fertig. Aber der Bogen, der macht sich schon gut, den behalte ich sicherlich auch. Würde ich mal von ausgehen. So. Von dem bekomme ich kein Geweih. Warum bekomme ich nur von denen nur Fleisch? Das verstehe ich nicht. So. Der ist aber schön weggeflogen. Na verdammt. Gerade wo lag der andere? Ganz knapp. Aber das sind doch eigentlich Rudeltiere, die müssen auch merken, wenn ihre Freunde einfach umkippen und sterben. Dann müssten die doch richtig Angst, oder wenn die alle wegrennen. Hat auch kein richtiges Geweih für mich. So. Nummer 1. Nummer 3. Geweih erhalten. Habe ich jetzt... Ach, ich bekomme die jetzt schon immer, die Geweihe. Moment. Ich habe jetzt schon 6 Geweih, ich brauche nur 3. Ups. Also ich bekomme das Geweih schon, wenn ich die erlege, oder was? Schön in den Arsch geschossen. Geil. Ich würde davon ausgehen, dass das noch einen anderen Zweck hat. Zu späterer Zeit. Ich habe schon wieder Gittertür verschlossen. Super. Ich habe schon wieder Leben verloren beim Springen hier. Kann ich denn mit der Taste 4 esse ich einen Apfel? Genau. Ah, wieder voll. Nur mit Apples. Wäre noch schöner, wenn es eine Essanimation geben würde, aber... Da hinten kommt ein Schiff. Wie ich gerade gesehen habe, am Horizont. Die Silhouette eines Schiffes. Dort hinten. So grob war du, alter Sack. Wo bist du denn? Komm mal ran hier. Nun, hast du die Hirsche erlegt? Nee, ich glaube nicht. Hier sind die Geweihe. Sind sie dir prächtig genug? Das sind sie. Dann habe ich deinen Segen? Den hast du. Hier, nimm dieses Relikt als Zeichen meines Einverständnisses. Was ist das für ein Relikt? Mein Großvater hat es vor vielen Jahren von Argan hierher gebracht. Dort soll es noch viele solche Relikte geben. Und es heißt, derjenige, der sie alle findet, wird Ruhm und Reichtum ernten. Mein Großvater hat immer gegrinst, wenn er davon erzählt hat. Warum? Nun, keinem wird es je gelingen, alle Relikte auf Argan zu finden. Eins ist schließlich hier, auf Fischir. Aber gut,
Bevor ich es vergesse, eins musst du noch tun. Noch eine Prüfung? Keine Prüfung, mein Sohn. Du brauchst einen Verlobungsarmreif für Ivy. Und ihre Einwilligung. Einen Armreif? Da rede ich am besten mit Halvin. Vielleicht kann er mir weiterhelfen. Tu das, mein Sohn. Mein Sohn nennt er mich schon. Und dann wird schon den... Wer ist das? Und? Achso. Hat Groma endlich eingewilligt? Ja, gerade eben. Na, dann gratuliere ich dir. Jetzt brauche ich nur noch einen Verlobungsarmreif für Ivy, aber eigentlich kann ich mir keinen leisten. Red doch mal mit Orok. Der hat vor ein paar Tagen Bernstein am Strand gefunden. Wenn er ihn dir gibt, mache ich dir einen Armreif. Was würdest du tun? Klar. Ein bisschen wir verpackt. Sind doch Freunde. Liegt das an der Lichteinstellung oder? Keine Ahnung. So, mit wem sollte ich reden? Mit für besorge den Bernstein von Uruk. Ach, der hässliche Ork. Genau. Geht gut? Na du? Ach, Hirte! Sag mal, Uruk, du hast doch Bernstein am Strand gefunden. Ja, Hirte. Schönen Bernstein. Würdest du ihn mir geben? Zum Anschauen? Nein, zum Behalten. Ich brauche ihn für einen Verlobungsarmreif für Ivy. Uruk ist Diener und Händler. Und? Der Händler will Gold. Ich hab keins. Der Diener will Herr sein. Wie meinst du das? Der Hirte wird Uruks Diener. Dann gibt Uruk dem Hirten den Bernstein umsonst. Oh, verstehe. Was soll ich für dich tun? Uruk liebt blaue Wulstlinge. Sie wachsen in einer Höhle mit Tür mitten im Hirschhag. Uruk geht immer selbst, um Pilze zu holen. Aber jetzt hat Uruk einen Diener. Der Diener nimmt den Schlüssel und geht ein halbes Dutzend Wulstlinge holen. Ja? Er weiß, was ein Dutzend ist. Her mit dem Schlüssel. Ich hol dir die Wulstlinge. Lauf, Diener! Lauf! Uruk hat Hunger! Irgendwann verprügel ich den. Ich werde ihn einfach so zusammenschlagen. Warte nur ab. Ich würde eigentlich auch mal gerne ein Let's Play von Skyrim machen, aber da ist der Sound noch schlechter, also von dem Balancing her. Da ich ja nur mit einer Tonspur aufnehme und ich müsste mir da... Also ich habe noch ein Programm mit zwei Tonspuren, aber da bräuchte ich dann noch ein vernünftiges Programm zum Zusammenfügen der Tonspuren. Ich habe doch gesagt, wir müssen hier nochmal hin. Später. Mal sehen, ob die Goblins hier kommen. Jetzt springt er runter. Nein, nicht so weit. Ja. So ein Genie. So, wir brauchen irgendwelche komischen Pilze. Sind das die Pilze hier? Komm her. Hör auf zu blocken. So, stirb du hässliches Vieh. Hab ich von dir geklaut. Kiste. Kiste mit Gold, Kiste mit Goblin-Keule, Kiste mit Frucht und Kiste mit Goblin-Armschiene. Ich kann ja doch auch so eine Goblin-Armschiene schenken. Hab gehört, da freuen die sich immer drüber. Die ist, hier sind das. Sind die auch nicht, die Pilze? So, die neue Waffe hier ist echt geil. So. Hab ich dich gefunden und kaputt gemacht. Ich hoffe immer, das ist die Höhle hier. Obwohl, der hat mir einen Schlüssel gegeben. Das muss sie ja sein. 6 Stück muss ich finden. Ein halbes Dutzend. Komm her, du hässliche Missgeburt von irgendwas. So. Du hast keine Chance. Was die hässlichen Viecher hier alles nach unten gebracht haben in die Höhle. Kann man gar nicht glauben. So, er zuckt wieder wie ein Behinderter. Kiste. Gold, Bandagen, geringer Heiltrank. Das sind nicht die richtigen Pilze. Dann ist die Frage, wie weit ich hier noch gehen muss. Ah, da ist einer da von den Pilzen. Ich will sein Loot haben.
Ja, das Fett von ihm bekomme ich auch noch. So, hässlicher Nacktmull. Ich wusste gar nicht, dass sie auch angreifen. Hier geht es nach draußen zum Jägerstand. Da muss ich nochmal den anderen Weg überprüfen. Also wenn wir da rausgehen, müssen wir wieder den ganzen Weg neu laufen. Demnach gehe ich lieber ein kleines Stück hier noch zurück. Und nehme mir mal die andere Abzweigung hier. Goblin-Keule. Naja, davon haben wir, glaube ich, mittlerweile genug. Hier ist noch einer. Da oben gibt es, denke ich, nichts. Dann habe ich jetzt zwei Stück übersehen. Innerhalb der Höhle. Dann gehen wir halt nochmal zurück zum Eingang der Höhle. Und wenn ich nicht finde, dann geht es wieder zurück und dann geht es wieder hin und wieder zurück und immer so weiter. Hier ist einer. Jetzt fehlt noch ein einziger. War da? Nee, da war keiner. Hier ist auch keiner. Sag mal, da ist einer. Haha. Und dann können wir hier raus. 6 Stück für den hässlichen Ork. Der sich jetzt mal freut, dass er jemanden hat, der was für ihn tut. Ich will unbedingt da oben auf diesen Berg darauf. Voll daneben, aber egal. So. Du bist doch kein Problem für mich. Außerdem habe ich mittlerweile ein bisschen Gold zusammengesammelt. Ich habe schon... Ja, Pfeile, ich habe... Wo steht denn mein Gold? Gold, 119 habe ich. Ich meine, das ist ja schon ein bisschen. Ey, du hässlicher Ork. Wo sind die Wulstlinge? Hier sind die Wulstlinge. Hier sind die Wulstlinge. Ich habe sie gefunden. Guter Diener. Schneller Diener. Was ist mit dem Bernstein? Kannst ihn haben, Hirte. Halven soll was Schönes draus machen für die junge Herrin. Geht gut? Jo, geht super. Quest aktualisiert. Ich habe immer nur für Ivan altertümliche Relikte. Ach, das ist jetzt dieses Sammel 30 von diesen... lustigen Relikten. Okay. Wo habe ich jetzt die Rüstung bekommen von... Ausrüstung? Sonstiges. Okay. Es wird langsam dunkel in der Nacht. Der liebe Schmied soll mal bitte herkommen. So, rede mit mir. Hast du den Bernstein? Ja, klar. Hier ist der Bernstein. Sehr gut. Ich habe schon alles vorbereitet. Nur der Bernstein muss noch in die Fassung. So, das wär's. Zufrieden? Gute Arbeit, Halven. Sieht ziemlich edel aus. Aufgeregt? Wegen Ivy? Ein bisschen. Mach dir keine Gedanken. Sie ist ja schwanger. Da wird sie nicht Nein sagen. Was? Oh, du... Sie hat's dir noch gar nicht gesagt? Ivy ist schwanger? Wie... Habt ihr etwa nicht... Du weißt schon. Doch, aber... Na, aber, dann aber, sollte dich das nicht überraschen. Hier, nimm den Armreif und geh zu ihr. Das wird schon. Da hat ja wohl einer keinen Sexualunterricht. So, ich hab jetzt... Questgegenstände, den Armreif. Der ist so wunderschön. Wo ist denn jetzt... Ivy? Von ganzem Herzen. Ist sie das da? Ja, das ist er. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Du bist schwanger? Wer hat das gesagt? Halven. Dieser Idiot. Also bist du's. Ich habe mir immer ein Kind gewünscht. Du nicht? Doch, nö. Das kommt nur so plötzlich. Na dann, wolltest du noch was anderes von mir? Dein Vater hat mir seinen Segen gegeben. Und hier habe ich einen Verlobungsarmreif für dich. Willst du mich heiraten? Ja. Ja? Unter einer Bedingung. Was? Du musst mir versprechen, dass wir gleich nach unserer Hochzeit nach Argan reisen. Du bist schwanger. Eben. Und bevor ich kugelrund werde, will ich einmal ein echtes Abenteuer erleben. Und von dieser öden Insel runter. Dann rede ich besser mit Diego.
Und beeil dich. Schließlich wollte er Fisch hier verlassen. Okay. Dann muss ich wohl zu Diego, denke ich mal. Rede mit Diego. Ich denke, das... Ja. Ich denke, da muss ich da lang. Wenn ich mich des Weges recht erinnere, backt das Licht etwas herum. Also nicht nur etwas, sondern so richtig. Die Texturen backen richtig rum. So. Knut, was willst du? Knut. Geh einen aufs Maul hauen. Ivy gehört mir. Probier's. Meinst du, du schaffst das? Du Arschloch, mit dir werde ich fertig. Na dann lass uns kämpfen. Ich mach dich zum Schaf. Was ist denn das für ein Spasti, bitte? Das war nicht schwer. Hör auf. Du hast gewonnen. Lass Ivy in Zukunft in Ruhe, hast du verstanden? Ja. Ich lasse ihn in Ruhe. Nee. Ja. Level up. So, also nach einfachem Kampf, dann redet man mit ihm und dann level up und man leuchtet aus allen Rohren. Rohren? Aus allen Ecken. In allen Ecken soll Liebe drin stecken. So. Und bevor wir jetzt runtergehen zu dem lieben Diego, würde ich mal sagen, erstmal Folgenende. In der nächsten Folge geht's weiter nach da, wo wir hinwollen, eben. Bis dann, ciao.